Kakariko auf dem Dach mit dem Typ reden. Und dann sollst du nochmal Rennen machen, genau. Dann gibt's vielleicht noch ein Herzteil oder so. Sagt Boris, genau. Dann machen wir das mal. Also, das war Rolle abrollen, ne? Dafür kann ich nichts. Das war abrollen. Ich habe keinen A-Button gedrückt. Dafür übernehme ich keine... In Kakariko auf dem, mit dem Typen reden auf dem Dach, das gibt uns aber nicht den Hookshot, oder Lady Makoros? Ich male nebenbei Art Trading Cards. Ich tausche immer wieder mit einem Kollegen. Oh, cool. Hört sich nice an. Doch, doch. Was? Auf dem Dach? Und da sagt er in einem der Gräber? Was ist das für ein Scheiß? Super random, aber ist so. Na toll. Okay. Muss ich erstmal überlegen, wie ich da hinkomme. Ich hätte jetzt gesagt... Nee, warte mal. Wie komme ich denn da hin? Der Penner. Ja, der hat den Hookshot, weil... Der sitzt da, weil er den Hookshot hat. Der hatte geklaut. Ach so. Hier können wir uns das Goodie holen. Ganz vergessen. Aktuell eine Landschaft aus Genshin Impact. Ui. Musst du uns mal zeigen, wenn es fertig ist. Wenn du hochkletterst und dann den Turm nach links springst. Ein Hoch auf Lady Makoros. Wenn es nicht so random wäre, hätte ich nicht verraten. Auf dem Turm Z-Trigger und dann nach links springen. Okay. Versuchen wir mal. Was auf dem Turm? Z-Trigger und dann nach links? Warum nach links? Meinst du nach rechts? So hier, oder? Nach rechts. Hätte ich gesagt. Nicht? Na, das war knapp. Das war sehr knapp. Das ist... Ja, okay, das ist schon echt. Das ist wirklich random. Ja, den Typ antriggern nach links. So. Shit. Ich glaube, ich muss genau auf die Kante, oder? Genau in die Ecke rein. Oh, ist das eklig. Das ist rechts. Hä, aber... Aber ich muss doch zu dem. Ich muss doch zu dem, oder? Ja, der sitzt auf dem anderen Dach, genau. Deswegen ja. Hä? Oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Oh ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt nicht. Entschuldige. Ja, ich weiß, dass der normalerweise da links sitzt. Normalerweise ja, aber er sitzt ja jetzt rechts. Deswegen muss ich auf das andere Dach. So. Eine Eule. Also es ist ziemlich knapp, muss ich sagen, oder? Aber das ist der richtige Typ. Hä? Nee, die Eule? Meinst du, die Eule bringt uns jetzt hierher? Haben wir, aber die... Nee, die Eule... Nee, wir waren schon mit der Eule unterwegs. Kannst du nicht auf den Zaun springen? Aber dann? Was soll ich dann machen? Ich kann auf den Zaun springen, ja. Aber ich muss ja trotzdem... Oder welchen Zaun meinst du? Meinst du den? Normal von Haiyasee zu Kakariko. Ich schau nochmal gerade, wie der Typ da auf dem Video raufgekommen ist. Also, es gibt zwei Eulen. Die eine Eule bringt uns normalerweise...
Also es gibt eine am Hallersee, die bringen uns direkt vors Tor von Schloss Hyrule. Oder von Hyrule Stadt, besser gesagt. Und die andere Eule auf dem Todesberg, die bringen uns da drüben auf das Haus drauf. Das haben wir auch schon benutzt. Oben auf dem Turm, auf dem Zaun. Ach so, meinst du. Ja, so vielleicht nicht. Tagsüber ist auf dem Huhn ein Turm. Ja, okay. Tagsüber ist auf dem Huhn ein Turm, ja. Auf dem Turm ein Huhn, okay. Alles klar. Das arme Huhn. Let's go. Das arme Huhn. Da. Okay, auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank an Lady Makoros. Ist aber nett von dem Huhn. Mann, ey. Wie soll man da drauf kommen? Ja, ich hätte einfach mal Tag machen sollen, ne? So. Ja, nu? Ah, okay. Oh, Gott. Okay. Hey, Kumpel. Hey, you found this near grave, but I'm bored with it now. Alter, der Hookshot. Yay. Wie soll man da drauf kommen? Ja, keine Ahnung. Vor allem Boris sagt ja, er hat das irgendwo bei seinem Grab verloren. Und dann ist der Typ auf dem Dach oben drauf. Darkhawk, hi. Dankeschön. Dankeschön für die lieben Grüße und willkommen zum Stream. So, wir haben den Enterhaken, Leute. Geil. Das heißt, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Schreibt's mal, was das heißt. Ich freue mich gerade mega. So. Wo kriege ich denn jetzt? Ich hätte gerne ein paar Herzchen tatsächlich. Weil sonst sterben wir gleich. Waldtempel, genau. Das heißt Waldtempel. Wassertempel, nein. Das heißt Wassertempel, nein. Waldtempel. Oder Fischen. Fischen impossible. Hahaha. Kitsune. Wassertempel. Keiner mag Wassertempel. Keiner will das. Wollen wir jetzt einmal noch schnell dem Typen seine Hasenohren geben? Ein Versuch war es wert. Der Typ... Naja, der rennt jetzt ja sowieso bei Tag rennt er hier irgendwo rum und bei Nacht setzt er sich irgendwo hin, ne? Irgendwie so. Ich mag den, aber Waldtempel ist besser. Genau, Lady Makoros. Genau so ist es. Waldtempel ist richtig nice. Dann mach gleich den Schattentempel. Da ist er. Das war abrollen. Das war abrollen. Ich war das nicht. Ah ja, danke an die netten Leute hier, die damals gespendet hatten und ich die Mitgliedschaft bekam. Ich finde deine Videos sind richtig nice. Dankeschön. So, ruh dich mal aus. Jetzt ruh dich doch mal aus. Komm, mach ein Päuschen. Jetzt mach doch mal ein Päuschen. Hallo. Hallo. Also ich weiß nicht... Ah, okay. Ich dachte gerade, er rennt weg. So. Ja. 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 Okay. So, Jens, hallo! Wusstest du, dass der Zeichner von Dragon Ball tot ist? Das ist echt traurig. Das ist super traurig. Das habe ich... Ja, ich habe bis jetzt irgendwo ein Video dazu gesehen. So, jetzt haben wir die Hasenohren abgegeben. Was kommt denn als nächstes noch? Das war doch alles, oder? Wieso macht deine Pause jetzt, wo die ganzen Monster hier rum sind? So.
So, jetzt gehen wir nochmal ins Schloss, holen uns eine neue Maske. Jetzt kommt doch, glaube ich... Ich glaube, jetzt sind wir doch schon bei der Maske der Weisheit, oder? Kennst du Donkey Kongs Abenteuer? Die Folgen sind sehr cool. Donkey Kongs Abenteuer? Als Serie, oder was? Nee, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir den Dungeon bald mal betreten, weil dann kann ich wieder rerollen, ne? Das wäre, glaube ich, ganz geil. Da. So, liebe Leute. So, ja, wir haben jetzt die Special Masks. Maske der Weisheit haben wir erstmal bekommen. Ach stimmt, dann darfst du am Rad drehen, ja. So. Genau, jetzt haben wir hier auch die drei Masken. So, jetzt haben wir erstmal die Maske der Weisheit. Das ist erstmal so an sich ganz geil. Wir müssen auch nochmal hier rein. Denn da haben wir... Da fehlt uns noch ein Herzteil, oder? Ich glaube, ein Herzteil fehlt uns hier noch. Fröhlicher Maskenhändler, einer der besten Charaktere aus dem Spiel. Auf jeden Fall. Okay, das sind Krabbelminen. Das ist übrigens mein Lieblingsminispiel. Also, manchmal ist es richtig nervig, aber eigentlich ist das mein Lieblingsminispiel. Ich mag das super gerne. Was ist bei euch aus einem Zelda-Spiel das Lieblingsminispiel, wenn ich mal so fragen darf in die Runde? Welches Minispiel magst du am wenigsten? Aus Ocarina of Time oder allgemein? Okay, habe ich. Ich mag es auch, aber die Hühner tun mir leid. Mag am liebsten das Rubinspiel. Das Rubinspiel? Mit Abschießen für die Zwille oder was? Beides. Also ich glaube im Allgemeinen von allen Zelda-Spielen, kennt ihr das Spiel noch von A Link Between Worlds mit dem Baseball? Kennt ihr das noch? Das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße. So, nochmal. Ich habe nicht genug Rubine. Scheiße. 30 Rubine kostet das, ne? Und ich glaube, ich mag das Sora-Spiel am liebsten mit Tauchen. Ah ja. Excuse me, Prinzess. Ich brauche Geld, Leute. Ich brauche ein bisschen... Oh, Bomben. Ja, das kenne ich noch. Das war hart. Das war richtig eklig. Das mochte ich gar nicht, ey. Und ich glaube, in Ocarina of Time... Minispiel, was ich im Ocarina of Time am wenigsten mag. Also ich finde jetzt alle nicht so schlimm, tatsächlich. Aber... Das habe ich auch auf DVD. Manny, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüssi. So. Ich mag das mit dem Bogenschießen auf dem Pferd in Ocarina of Time, aber in Gerudos. Hm? Ja, was ich am wenigsten mag. Ja, ich hätte... Wer hat denn die armen Hunde eingefärbt? Das war ich. Hehe. Ich glaube tatsächlich... Warte mal, dem kann ich doch auch mein Feuer geben, ne? Dann verkauft er mir... dann verkaufe ich dem das. Könnte ich theoretisch dann mal machen. Das ist mein Hund jetzt. So. Ja, ich glaube tatsächlich, das wäre meins, was ich am wenigsten mag, wo man Bogenschießen auf dem Pferd machen muss, weil... Jetzt habe ich schon wieder Hat uns hier nicht noch was gefehlt, Leute? Fehlt mir nicht hier noch ein Herzteil? Ja, das Bogenspiel aus Skyward Sword ist auch richtig eklig. Das mit den Kürbissen abschießen, das ist auch richtig eklig, auf jeden Fall.
Ja, das bei dem Liebespärchen. Obwohl die Bogenschießspiele bei Majora's Mask, die sind auch alle richtig schwer, finde ich. Also wo du die Oktos und die Dekus abschießen musst, da, das ist relativ schwer. Da musst du echt gut drauf sein mit dem Bogen. Okay, das haben wir auch gewonnen. So, jetzt haben wir... Aber Leute, müssen wir hier nicht noch ein... Hier müssen wir doch noch ein Herzteil gewinnen, oder? Bin ich falsch? Ich glaube, wir müssen hier noch ein Herzteil gewinnen. Hier, bitteschön. Bam, Alter, 150. Majora's Mask ist generell schwer. Ja, das stimmt. Ich versuche es jetzt noch zweimal. Wenn es aber nicht klappt, dann... Okay, jetzt kriege ich Geld. Es ist so nervig, dass wir keine größere Börse haben. Das nervt mich aktuell am meisten. Dü. Ich hätte gesagt, wenn wir dann hier fertig sind, gehen wir nochmal in den Wald. Da spielen wir dem Horror-Kid Saya Song vor. Und... Ah! Und Maske der Weisheit bei der Waldbühne. Oder? Da kriegen wir nochmal zwei Items. Ey, du dickes Huhn! Mann! Ich mach Grillchecken aus dir. Schwer, nein. Nur das mit der Uhr ist nicht mein... Was? Das mit der Uhr... Hat ein Problem... Was? Warte mal. Schwer? Nein, nur wer das mit der Uhr nicht mag, hat Probleme. Ich, lieber Majora's Mask, würde ich am liebsten wissen. Ah ja, okay. Armes Huhn. Dü. Oh, komm schon. Ich hasse diese Hühner, ganz ehrlich. Macht ihr das anders hier mit dem Minenbowling? Oder... Macht ihr das genauso auf gut Glück in die Mitte durch? Weil ich wette, es gibt halt auch so die Möglichkeit, so über die Wand hinweg das zu machen irgendwie. So, komm jetzt alle weg hier. Raus da. Na, Mann. So, letzter Versuch. Ne, ich krieg wieder Krabbelminen. Verstehe ich nicht. Ich mach das auch so, okay. Nein, geh weg! Oh. Von links oder rechts geht's auch. Ja, aber da bin ich zu unsicher. Ein Wunder, dass du noch keine knusprigen Chicken Nuggets in der Mitte liegen hast. Genau. Ist halt ein stabiles Huhn. Auf gut Glück. Über die Wand habe ich es gemacht. Ah, okay. Jetzt habe ich's. Aber wieder nur Krabbelminen. Ich brauche keine Krabbelminen. Haben wir noch Geld? Ich glaube, wir haben noch Geld, ne? Einen Versuch hätte ich noch. Wollen wir das jetzt machen noch, oder? Ich bin halt der Meinung, wir haben hier irgendwie ein Herzteil noch nicht. Ah, sag ich doch. So, jetzt. Jetzt müssen wir gewinnen. Alles andere vorher war egal, aber jetzt müssen wir gewinnen. So. Mach Safe State. Nee, muss so lange laden. An sich eine gute Idee. Okay, ich mach lieber einen. Hast recht. Ich mach einen Safe State. So. Los, alle aus dem Weg. Ah. Ich hasse diese Hühner. Also das ist sowieso nur Glück, weil die bewegen sich so random, diese Hühner. Ja, wir haben's. Okay, geil. Bam, 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 bam. Sehr schön. Gott sei Dank. Nee, es sind immer 10 Stück. Waren schon immer 10 Stück. Und wir haben nur einen Herzcontainer bekommen, oder? Ich glaube schon.
Dim, dim, düdeldüdüm. Düdeldüdüm, düdeldüdüdüdüm. So. Wie wäre es mit, du darfst so viele Safe-States machen, wie du willst, aber wenn du einen lädst, bekommen wir plus 3 Minuten. Oh, dann mach lieber plus 5 Minuten, weil sonst kommst du, glaube ich, mit dem Zählen durcheinander, oder?